Genau. Dann bekommt er für 10 ZF für Stern. 7, jetzt haben wir 10. Die Immunität gegen das Merkmal Antimagie. Relativ einfach, macht ihn immun gegen Antimagie-Zauber. Dann bekommt er für 5 ZFP-Sternen Resistenz gegen Hellsicht-Zauber. Dann geben wir 15 ZFP-Sternen dafür aus, um ihm, um die Dienste, die er uns schuldet, um 50% zu verbilligen. Und dann sind unsere 37 Sterne auch voll. Also er ist sowohl unsichtbar als auch mit dem Odem schlecht zu erkennen, ja? Mit dem Odem, mit einem ungezielten Odem gar nicht. Wow. Ebenso wie sollst du den dann entdecken? Gar nicht, das ist ja der Ziel. Also er hat ein, effektiv wirkt es so, als hätte er einen Schleier der Unwissenheit 12. Ja, da helfen nur Kinder mit Spiegeln und Rauchwerk. Alraunenrauchwerk. Ja. Brandstaub hilft immer. Das war die Beschwörung. Jetzt bekommt der Gutongi als allererstes den Dienst aufgetragen, dass er sich in dieser Sphäre manifestieren soll. Er wird also an diese gebunden. Damit verliert er seine Immunität gegen profane Waffen. Sorry, bei uns ist ja die Resistenz gegen profane Waffen, die fällt damit weg. Und ich glaube, er würde. Ja, verliert Paraphysikalität 2 im Vergleich zu 1, aber dafür hat er die Flügel. Dies ist ein Dienst. Ich muss also eine Kontrollprobe ablegen. Diese ist erleichtert um 11 Punkte. Soll ich das ausrechnen, wo es herkommt, oder glaubst du mir das? Ich glaub dir das. Das wäre fast gepatzt. Aber Fex ist uns gnädig. Damit ist er manifestiert. Ein manifestierter Dämon ist zum einen, da ich die höhere Dämonenbindung habe, kosten seine Dienste nur noch 90% der ASP. Und zum zweiten werden die Dienste, erfordern die Dienste Gefolgschaft, Zurückschicken und Bewegung keinen Dienst mehr in der Ausführung. Was gut ist, denn ansonsten wäre das ja sowieso hinfällig. Als nächstes zwinge ich den Gutongi zu weiteren Diensten. Und zwar möchte ich ihm 3 Dienste abzwingen. Dämon sei mir dienstbar. Das ist dann eine Erschwernis von 8 Punkten auf die Kontrollprobe. Dies würde ebenso gelingen. Und dann, schlussendlich, letzten Endes, da müssen wir gleich die Kosten ausrechnen, kommt der Dienst. Dämon, sei mir dienstbar und hörig. Siehe dies hier. Der Mentido stellt vorsichtig in einem dafür vorbereiteten, mit einem Kreis drum und im Pentagramm verbundenen Kreis, eine Schale, in der mehrere Haare, Fußnägel und ein kleiner Hautfetzen scheint es zu sein, zusammengetragen worden sind. Finde eines dieser Individuen und erstatte mir sofort Bericht. Ohne Umwege und ohne Verzögerung. Dann stößt er mit dem Stab, damit er nicht aus seinem vorbereiteten Bandteil des Integra heraustreten muss, das Fenster auf. Nun geh. Und ich trage ihm die Suche nach dem Unbekannten auf. Und zwar sind das die Haare und Fingernägel und so weiter der Dukatengarde, die ich zusammengetragen hatte. Du erinnerst dich vielleicht. Von den verbliebenen 7 Leuten an unserem Deck? Eben nicht. Von nein, den, von die den Verschwundenen. Ich hatte ja einen halben Tag, glaube ich, damit zugebracht, deren Kajüten, Kojen zu durchsuchen. Die auf dem Geisterschiff sind. Genau. Ach so, die Dukaten, der das meinst. Voltags hat er mir aufgetragen, die Jungs zu finden. Genau. Nur seinen Willen. Okay, dies ist der Dienstsuche nach dem Unbekannten. Der Gutonke hat den muss ich ihm nicht zusätzlich verleihen, das ist gut. Das kostet. Zum einen ist das fern, denn vermutlich sind die Jungs weiter weg als 10 Meilen. Damit kostet es uns schon mal 27 ASP. 25, schreiben wir es kurz auf. Und dann ist der Suchbereich aventurienweit, denn ich weiß ja nicht, wo die Jungs sind und sie sind garantiert nicht in einem 8 Stunden großen Suchbereich um den Gutongi herum. Vielleicht doch, aber das wissen wir nicht. Das kostet also 62 ASP. Ganz schön teuer. Zum Glück kostet uns das nur 90%, weil er manifestiert ist und wir höhere Dämonenbindung haben und davon die Hälfte. Nicht mal 2, sondern mal durch 2. Das kostet uns also 40 ASP. Habe mir 2 Tage Zeit. Was tust du? Ja, nachdem ich erstmal die erste Nacht vollständig geruht habe, nachdem ich zurückgekehrt bin, ich war wahrscheinlich völlig erschöpft, betrachte ich natürlich diese Meisterformel, die ich von Kasim bekommen habe, wo sie erstmal abschreiben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, keine Ahnung. Danach wollte ich ganz kritisch mein Konstrukt betrachten und bin völlig unzufrieden damit und wollte irgendwie auseinanderbauen und verbessern wollen. Des Weiteren, in 2 Tagen, würde ich probieren, ob ich auf dem Bazar hochwertiges Malwerkzeug finde, was mir die Mal- und Zeichenprobe erleichtern würde.
entweder eine Dreierleichterung oder Siebenerleichterung, je nachdem, was du mir gibst, halt, wenn ich sowas finde. Ja, Siebenerleichterung kriegst du auch, ja. Wunderbar, das wäre dann meine zweite Beschäftigung, an dem neuen Ding rumbasteln und ja, die Thesis kopieren, beziehungsweise kopieren, anfertigen von. Und wird dann die Thesiskerne dann Boldax überlassen, wenn er sie haben will. Ja. Also auf jeden Fall. Insbesondere die wahren Namen interessieren mich natürlich. Ja, davon gehe ich aus. Aber auch das Eisschwert finde ich interessant. Okay, Zulamin, zwei Tage. So organisatorisches. Also ich würde natürlich nochmal in den Raya-Tempel gehen. Und dort im Garten eine Rose pflücken. Aber das ist nur eine Kleinigkeit und mache ich als letztes, bevor wir ablegen. Okay. Wenn du im Maya-Tempel bist, beziehungsweise in generell dem Garten davor, dann wirst du dort jemanden erkennen, der dir ins Auge fällt. Du siehst da, wie jemand vor einem... Es ist ein schneeweißes Bild, eine Leinwand, die dort eingespannt ist, und ebenso die Person davor ist selbst schneeweiß. Glänzend helle Haut, die gar nicht so sehr in die Thulaminenreiche passt, schneeweißes Haar und ein edles Gesicht, eine extrem schöne Nase und eine, ja, breite Stirn, würdest du fast meinen, lange Haare, die im Wind wallen, und ja, dort steht eine Malerin im Garten, die diese Rosen so einfängt, als wären sie lebendig. Es erinnert dich fast an dein laufendes, an deine laufende Tätowierung, die du Rafim gegeben hast. So sehr kann sie diese Rosen einfangen, als ob sie lebendig wirken, als ob du sie fast riechen könntest mit den Farben, die sie benutzt hat. Ob das irgendwelche Rosenpigmente sind, die sie da reingemischt hat, zumindest dieses Bild erweckt all die Sinne zum Leben, die es so gibt, während du dort stehst und deine eigene Rose pflückst. Ja, Zulamin hält inne. Gewährt ihr mir einen Blick auf euer Bild? Oh, selbstverständlich. Zulamin tritt neben die Frau und betrachtet diese wunderschönen Rosen. Die Schönheit eurer Kunst übertrifft gar noch eure eigene Schönheit. Hab Dank. Aber auch ihr seid ein Wunder. Ihr müsst Zulamin sein. Das ist richtig. Eure Schönheit trifft man nicht überall an. Nun, sie ist eine Gnade der Göttin. Wie wir beide gesegnet wurden. Sie verfügt über Wohlklang und herausragendes Aussehen, auch wenn sie ein Albino ist. Eine merkwürdige Kombination. Es tut mir sehr leid, aber ich kenne euren Namen nicht. Mein Name ist Sephirim. Meine Werke können vielleicht nicht ganz mit denen von Eldan Gorbas standhalten, aber wir bemühen uns. Ich bin noch jung. Er hat mich sehr inspiriert. Es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen. Kommt ihr aus Kunchom? Seid ihr immer hier? Nein, ich komme eigentlich aus Gareth. Normalerweise vertrage ich das Klima nicht. Nun, das ist naheliegend. Zulamin hebt unwillkürlich ihren eigenen braunen Arm an und vergleicht ihn mit der weißen Haut der Frau. Nun, ich habe tatsächlich zugunsten von Eldan Gorbas die Erlaubnis bekommen, in Zorgan den Rosengarten zu malen. Und da ich schon einmal in der Gegend war, überlegte ich mir, dass ich trotz der Sonne auch einmal, vor allem zu dieser Jahreszeit, mir auch Kunchom erblicken kann. Im Sommer wäre mir dies höchstwahrscheinlich nicht möglich. Versteht ihr euch auch auf Fresken? Nun, neben der Malerei können wir auch musizieren, Bildhauen. All die Künste sind mir in die Wiege gelegt worden. Nun, es ist nicht der Grund, wieso ich hierher gekommen bin.
Doch ich frage mich, ob ihr wohl einen Auftrag annehmen würdet. Von euch? Ja, es könnte allerdings sein, dass ihr eine Weile auf See verbringen müsst. Die See setzt mir nicht so sehr zu wie die Sonne. Nun, die Sache ist die, wenn ihr meinen Namen kennt, dann wisst ihr vielleicht auch, dass ich seit einigen Monaten Visierer von Janka auf der Eldurischen Halbinsel bin. Dort, ich habe davon in Zorgan gehört. Dort gibt es einen eigentlich sehr schönen Raya-Tempel, der jedoch, an den Tagen Orons sehr gelitten hat. Und nun ja, ich würde jemanden suchen, der zum einen die Fresken restauriert und vielleicht auch etwas Eigenes hinzufügt. Unter einer Bedingung. Nennt sie. Ein Aktporträt von euch. Udamin lächelt. Was sei euch gewährt? Sie lächelt mit ihrem edlen Gesicht und gerade auch mit ihren, ja, die bleichen Lippen hat sie wohl auch mit roter Farbe, mit einem Lippenstift zum Leuchten gebracht. Gerade mit ihrer hellen Haut wirkt es besonders verführerisch. Dann werde ich euch begleiten. Es ist mir eine große Freude. Wir haben vor, Janka in nächster Zeit anzusteuern. Aber es kann sein, dass es sich noch ein wenig verzögert. Deswegen sagte ich, es kann sein, dass ihr eine Weile auf See verbringen müsst. Wir werden wenn alles nach Plan läuft, in 2 Tagen auslaufen. Bis dahin habe ich die Rosen vollendet. Gut, dann sehen wir uns zur Schiffstaufe. Ich freue mich. Sie nickt ihr zu und würde damit das Gespräch auch wieder beenden. Sie bleibt allerdings stehen an der Leinwand. Du darfst es weiter betrachten, während sie malt. Aber ja, sie widmet sich jetzt wieder voll und ganz den Rosen. Gut. Und dann tritt heran an Serpentilio. Nicht ganz so. Gut, also ich gehe erstmal zurück aufs Schiff und ich denke, ich warte bis abends. Die Rose stelle ich derweil in eine Vase. Ich habe nur eine einzige mitgenommen, die dafür auch besonders zur Geltung kommt. Und lasse dann Serpentilio rufen. Serpentilio kommt wenig später, scheint sich noch irgendwie gerade die offensichtlich gerade eben erst gewechselte Robe zurechtzustreichen. Ah, Capitania, ihr habt mich zu einem günstigen Zeitpunkt erwischt. Ich war gerade mit etwas anderem fertig. Verzeiht, dies ist nicht die Robe, die ihr mir geschenkt habt. Die andere riecht, als wäre ich aus einem Piraeus-Tempel gekommen. Ihr versteht? Sulamin betrachtet ihn nachsichtig beim Quasseln. Und meinte, bitte, kommt herein. Wir hatten so wenig Zeit in den letzten Wochen, so viel zu tun. In der Tat. Wobei ich sagen muss, dass in der Anstellung von erst euch und verzeiht, jetzt euch und davor, aber mir was Arbeitspensum deutlich gesunken ist gegenüber früher. Vorrangig, weil ich keine Lehreinheiten mehr halten muss. Nun, die Sache ist die. Ich habe nicht vergessen, dass ihr mich beraten wolltet. Selbstverständlich, mit dem allergrößten Vergnügen und der allergrößten Treue. Nun gut, dann kommt her. Beratet mich. Bezüglich welchen Themas, Capitania? Denn ich habe einige Ansichten, was zum Beispiel diese Epolita angeht. Oder die neuen Geschütze, die offensichtlich gerade angeworben wurden. Sulamin lächelt und rückt sich ein wenig zurecht. Die Fußkettchen um ihre Knöchel klimpern, als sie das Bein anzieht und sich zurücklehnt. Nur zu, erzählt es mir.
flüstert mir ins Ohr, was ich tun soll. Nun, ich bin besorgt um den allgemeinen Zustand der Mannschaft. Sie scheint eine sehr heterogene Gruppe zu sein, Capitania. Dazu kommen noch diese, nachdem wir es uns gerade erst sehr willentlich, wie ich meine, sollte mit der garischen Administration verscherzt haben, ist es sicherlich kein gutes Bild, wenn wir dann auch noch hier Balk von einem Magierkind, wie ist sie verwandt? Ihre Ulamin Mutter ist... unterbricht dich, indem sie dich am Nacken packt und dir einen Kuss gibt. Und zwar so leidenschaftlich, dass sie dir dabei auf die Unterlippe beißt, dass beide ein wenig Blut schmecken. Serpentilio spannt sich an, als würde er versuchen, gerade nicht vor Schreck zurückzufallen. Und versucht sich dann der Sache anzugleichen. Capitania, dies war unerwartet. Sie lässt sich ein Stück zurück, aber nicht ganz weg. Ich weiß, welches Spiel ihr spielt, Sahib Mahifritim. Denn ich wurde für dieses Spiel ausgebildet. Und lasst mich deswegen diese eine Sache klären. Euer Rat ist mir stets willkommen. Ich schätze ihn über die Maßen. Aber ihr sollt wissen, dass ich nicht eure Mehrharmionette sein werde. Serpentilio scheint einen Moment lang zu überlegen, setzt dann sein allerbreitestes Händlerlächeln auf. Aber Capitania. Nun, schade drum, dies muss man wohl sagen. Nichtsdestotrotz haben wir beide natürlich gleiche Ziele, so unterschiedlich unsere Anliegen auch sein mögen. Und solange dies so ist, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich euch stets zumindest nicht schlecht beraten werde. Sie lächelt und beugt sich über dich und schiebt einen deutlich sanfteren Kuss nach. Nun, ich werde euch mein Vertrauen beweisen. In wenigen Tagen wird die Schiffsweihe sein und ich werde Posten vergeben. Jetzt offiziell. Und ich habe mich entschlossen, euch nicht Boltax zu unterstellen, sondern euch ihm gleichzustellen. Ich werde ein wenig, nun ja, die Magie umarrangieren. Und ich denke, das ist in eurem Sinne. Aber ich muss wissen, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich alles tue, um euch zu unterstützen und dieses Schiff am Laufen zu halten. Gut. Und natürlich, dass ich nicht hinter eurem Rücken agieren werde. Ebenso, wie ich es für Abel mir nicht getan habe. Weiß Gott, wie schwer es mir auch gefallen ist. Da ihr Abel mir erwähnt. Abel mir hat euch verboten zu beschwören. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dies fortführen werde. Aber das werde ich nicht tun. Allein schon, weil ich weiß, dass es keinen Sinn hat. Ich würde zwar am liebsten überhaupt keine Ifritim in dieser Sphäre sehen, aber diesen Luxus gönnen mir unsere Feinde ja nicht. Und wenn ich sie denn schon sehen muss, dann sehe ich sie am liebsten unter eurer Knute. Ich möchte euch für diesen Vertrauensbeweis danken. Er scheint noch etwas sagen zu wollen und verklemmte sich dann aber. Ich hätte nur gerne... Nun, meine Bedingung ist, dass ihr keine Gehörnten ohne mein Wissen auf dieses Schiff bringt. Ihr versteht? Nichts leichter als das, Capitania. Gut. Denn ihr müsst verstehen, wir haben über 300 Seelen an Bord. Und meine Pflicht ist es, diese Seelen vor euch zu schützen. Aber ich habe mir auch die Aufgabe erwählt, euch vor ihnen zu schützen. Denn, wie ihr wisst, ist die Beschwörung der Ifritim in weiten Teilen Aventuriens... Nun ja,
Ja, ein Verbrechen, das als des Todes würdig angesehen wird. Und so ist auch die Verwendung von Purpurblitz. Und wir haben trotzdem eine Möglichkeit gefunden. Nun, ihr zumindest. Nun, an dieser Sache war ich kaum beteiligt, aber natürlich. Wenn sie uns eines Tages zum Verhängnis werden sollte, mitgefangen, mitgehangen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Zulamin nippt an ihrem Bein und macht eine etwas fahrige Bewegung, die Serpentilio bedeutet, dass er sich gerne auch was nehmen darf. Das tut er dann auch. Nun, aber reden wir doch vielleicht über weniger anstrengende Themen. Gleich. Da ist noch eine Sache. Ich weiß, es ist heuchlerisch, aber erweist mir die Freundlichkeit, keine Dämonen von Rajas Widersacherin in diese Welt zu holen. Selbstverständlich doch, wie ihr wünscht, Kapitania. Ich habe ein schlechtes Gewissen bei dieser Bitte, denn ich weiß, Rafim und die anderen Geweihten an Bord hätten dieses Privileg sicher auch gerne, aber nun ja, ich glaube, dass die Diener der Versucherin in unserem Kampf gegen die blutige See wohl von eher geringem Nutzen wären. Die anderen Geweihten an Bord haben den Luxus, nicht sehen, hören oder wissen zu müssen, was ich tue. Ihr schon. Von daher selbstverständlich. Ihr seid die Kapitania. Ich habe überlegt, es mir leicht zu machen. Aber der leichte Weg ist selten der richtige. Deswegen werde ich die Augen nicht vor dem verschließen, was ihr tut. Und nun ja, die Verantwortung mittragen. Ich werde stets bemüht sein, mich dieses Vertrauens würdig zu erweisen.